Und herzlich willkommen zurück zu X4 Foundation. Nemesis, Verteidiger. Ja, während die Transporteure im Hintergrund weiterhin die die Baustelle beliefern, werde ich jetzt mal nochmal zusehen. Ob ich meine Nexus Narnia nochmal ein bisschen weiter modifikationstechnisch ausrüsten kann. Ne, war natürlich wieder der falsche. Aber kann ich hier irgendwas herstellen? Sicherheitsschneider. Aber das. Ja, auch nochmal so ein Ding. Komm, lass mich mal ran hier. Dankeschön. So. Also, wir hatten eine Antriebs- und Rumpfmodifikation. So, das sind jetzt die, wo wir aber nichts haben. Vorzeugliches Nanoschiffsgewebe. Wo wir jetzt nichts machen können. Schade eigentlich. Aber vielleicht können wir ja beim Pulslaser was machen. Genau, die habe ich noch nicht gelernt, aber die normalen, die habe ich gelernt. Und da könnten wir tatsächlich eine Sache machen. So, das ist eine Abkühlungsmodifikation. Ist für den Pulslaser uninteressant. Die einzige Waffe, die halt wirklich ein bisschen überlastet, sind die Strahlenlaser. So, Nachlade, Rotation, Projektilgeschwindigkeit. Ist das ein Projektil, lasertechnisch? Nee. Also, ehrlich gesagt, glaube ich, gehe ich da eher Richtung Schadensmodifikation. Wobei es hier dann, glaube ich, auch wieder diese Negativeigenschaften gibt. Ah, hier ist jetzt ein Mouse-Over. Ist das hier auch? Nee. So, Wahrscheinlichkeit für zusätzliche Eigenschaften. Also ich bin ja jetzt der Meinung, das hängt damit zusammen, dass da was negativ halt als Nachteil kommt, wenn das Ganze jetzt mehr Schaden macht. Wir machen das jetzt einfach mal. Zack. Waffennachladegeschwindigkeit. Okay, das müsste ich jetzt eigentlich mal testen. Aber ja, es sind negative Eigenschaften auf jeden Fall. Ja. Also Waffenkühlung. Aber die erhitzen sich sowieso nicht so schnell. Dann passt das vielleicht sogar halbwegs mit den Normallasern. Aber Waffennachladegeschwindigkeit. Ich teste einfach gleich mal, wie sich das auswirkt. Dann habe ich ja den direkten Vergleich mit dem anderen Pulslaser. Das stört ja nicht. Hallo? Da doch gleich mal den Vergleich. Und zwar. Okay. Die Feuergruppe habe ich noch so nicht festgelegt, dass ich nur Pulslaser habe. So, jetzt aber. So, dann fliegen wir ein bisschen weiter weg, dass wir hier keinen Stress machen. Hier gibt es wieder eine Razzia. Krimineller Verkehr, ja, das weiß ich nicht. Ich hätte fast schon gesagt, mit so Peanuts gebe ich mich nicht ab. So, dann schauen wir mal. Dauerfeuer. Ja. Da ist ein Unterschied da, definitiv. Testen das nochmal. Also die Abkühlung macht jetzt keinen so großen Unterschied. Das stört nicht.
So, jetzt ist natürlich die Frage, welche von den beiden habe ich modifiziert? Kann ich das irgendwie sehen? Und zwar Ausrüstung. Pulslaser MK2. Aber welcher von denen ist das? Also. Lache. Also die Waffennachladegeschwindigkeit, das ist wahrscheinlich einmal so dieser Feuerstoß. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Also ich habe das Gefühl, der feuert schneller. Und der feuert langsamer. Seine Stöße, seht ihr ja, ne? Also man... So. Aber der überhitzt hier schneller. Also, das muss der Modifizierte eigentlich sein hier, oder? Oder doch der? Ah, sieht man halt so schwer. Ja doch, der überhitzt hier schneller, das sieht man ja hier eindeutig. Also ich habe das Gefühl, dass diese Nachladegeschwindigkeit dann doch eher positiv ist. Oder, weil der rechte hier, der feuert auf jeden Fall. Und das testen wir jetzt mal. So, genau, weil das ist der linke. Ja, also der ist modifiziert, definitiv, weil, stimmt, die Abkühlung heißt ja, dass es länger dauert, bis es abgekühlt ist. Und das ist hier definitiv der Fall, das heißt, der später fällt. Das heißt, wir haben den linken modifiziert. Das heißt, der linke macht mehr Schaden, dauert aber länger, bis er abgekühlt ist, wenn er erhitzt ist. Wobei, das haben wir ja gesehen, das ist nicht das Problem. Und die Feuerstöße sind nicht so schnell wie auf dem unmodifizierten. Ja, genau. Also, das ist definitiv jetzt confirmed, würde ich sagen. Also, etwas langsamere Feuerstöße. Dafür aber halt, ich glaube, was waren es, 38% mehr Schaden. Werden wir dann im nächsten Kampf sehen und vor allen Dingen auch dann, wenn ich, den anderen modifiziere. Und dann wir kämpfen, dann sollte das eigentlich alles, sollten die Xenon und die Kark noch schneller weggefetzt werden. Jetzt bin ich so lange in irgendeine Richtung geflogen. Alligator ist immer noch nicht gebaut. So, dann... Schauen wir mal, was brauchen die denn hier? Kann ich vielleicht irgendwie helfen? Das sehen wir nicht. Ja, weil keiner in der Nähe war zuletzt. Wer ist denn hier in der Nähe? Erkunder 2. Dann flieg du doch bitte mal hier hin. Andocken und warten. Das müsste eigentlich schon ausreichen, um die... Einkaufsliste zu aktualisieren, denn ja, die halten halt nicht ewig, ne? Das ist halt so das ganze Prozedere da dran. Während hier eigentlich immer alles relativ aktuell ist, weil das halt von meinen Schiffen angeflogen wird. So, wie sieht's hier aus? Nahrungs
rationentechnisch. Hier wird gebaut. Ja, Energiezellen stellst du doch eigentlich selber her. Daran kann das doch eigentlich gar nicht scheitern. Ich meine, ich kriege mein komplettes Hauptquartier mit einem Solarpanel unter Kontrolle und versorgt. Also von daher sollte das eigentlich nicht so das Problem sein. Ich werde hier halt aus den Anzeigen einfach, ehrlich gesagt, nicht so richtig schlau. Gut, ich könnte natürlich auch ein Schiff für das Baulager einkaufen zuweisen, dann würde das automatisch kaufen. Das testen wir jetzt auch einfach mal. Transporteure dürften ja durch sein mit ihrem Achso, ja. Ich sollte aber Nexus Nania irgendwie mal sagen, dass du. Ja, wo fliegst du denn mal hin? Wo fliegst du mal hin? Ja, stimmt. Wir müssten eigentlich mal bei. Flieg mal hier hin. Vielleicht mal ein bisschen kriminellen Verkehr beim Finanzministerium mal zerstören, um da mal wieder auf einen normalen Ruf zu kommen. Ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. So, dann haben wir jetzt hier. Stopp, so muss ich das machen. Für Baulager des Kommandanten handeln. So. Es sollte der eigentlich die benötigten Teile von meiner Station holen. Es sei denn, die hat gerade nicht ausreichend zur Verfügung. Das checken wir mal. So, Hüllenteile wären genug da. Das würde gehen. Nanotronik wäre auch wieder ein bisschen da. Na, das hatte ich ja in der einen Episode ja gesagt. Mein Denkfehler war, dass ich davon ausgegangen bin, der nimmt dann immer hier was von weg. Das tut er natürlich nicht. Er nimmt halt auch nur dann, was zum Verkauf freigegeben ist. Aber mal schauen, ob das jetzt funktioniert. Ob das Ding dann irgendwann fertig wird. Weil wenn es fertig wird, hat es ja funktioniert. Ich meine, es ist ja noch peinlicher, wenn es in der gleichen. Nein, du sollst nicht mehr docken. Ja gut, das macht sie jetzt trotzdem durch, glaube ich, oder? Ja. Wenn es in der gleichen Folge, wo ich es noch anspreche, halt schon wieder passiert, ne? Das gibt's nicht, ey. Ei. Oder fliegt. Nee. Ja. Die Frage ist. Einfache Waffenkammer. Kann ich doch theoretisch die zweite. Kann ich die zweite doch theoretisch auch. Das müsste ich doch noch haben, die zweiten Pulslaser auch noch irgendwie benutzen. Also zu modifizieren. Ja, na gut, mal abgesehen davon, so richtig, richtig interessant wird es ja erst dann, wenn man die epischen Modifikationen machen kann. Natürlich braucht man da dementsprechend auch die Teile für. So, Feldspuren sind schon mal 137 da, klar, die wurden eingekauft. Aber da muss ich jetzt mal warten. Ich muss, glaube ich, echt das Lager nochmal erweitern. Vielleicht wäre es doch besser gewesen, wenn ich alles auf Automatik gehabt hätte. So, ist der Kunde mittlerweile schon da? Jawohl, sehr schön. Also, jetzt mal Handelsangebote. Woran scheitert es? Wo können wir behilflich sein? Ne, den Hüllenteilen würde ich sagen, liegt es nicht.
dann eher schon an Geschützkomponenten oder sowas. Auch Antriebsteile. Feldspur, Elektronikkomponenten. Hier ist nichts Interessantes dabei, was ich verkaufen könnte. So. Gut, dann kannst du ja... ein Sprungtor. Ja, führt wahrscheinlich direkt hier hin, könnte ich mir vorstellen. Komm, hier kannst du mal erkunden. Stellerzeuge. Genau. Na, mal interessant, ob der was macht. Also er scheint unterwegs zu sein. Erreiche System. Ja. Stellerzeuge. Mal gucken, was er macht. Sammelpunkt, okay. Ja, also Höhlenteile holt er für... Also das funktioniert. Auch Selbstversorgung, das ist okay, alles klar. Gut, dann kann ich das ja so machen. Und wenn der Stationsbau fertig ist, kann ich im Endeffekt das Schiff wieder für den Handel umswitchen. Ist eigentlich ziemlich cool. So, genau. Ich wollte ja mal gucken, was jetzt hier kontotechnisch aussieht. Alle Schätzungen akzeptieren. Na, ist jetzt gar nicht so viel. Im Gegenteil, beim Hauptquartier muss ich sogar noch ein bisschen was drauflegen. Ja, gut, hat auch eingekauft, ne? Da hat das Konto wahrscheinlich gepasst, aber würde sagen, passt schon. Dann, das geht sich ja eh hier raus und so. Ist nicht ganz so viel, wie ich gedacht habe, aber das kommt dann schon noch. Ja. So, super. Schiffsbeschlagnahmung. Schwer, na dann. Ich müsste auch mal schauen. Ich müsste vielleicht nochmal die eine oder andere Station abfliegen. Das kann ich vielleicht jetzt auch hier gleich machen, wenn ich da eh in der Nähe von dem Ministerium bin. Oh. Erreiche System. Ach, Minen. Ich wollte 18 Milliarden. Ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen. Wie sieht es ruftechnisch eigentlich aus? Da. Wo haben wir denn? Terranische Protektorat. Plus 9. Cool. Also ein Rufpunkt noch und wir dürfen die äußeren Systeme auch befliegen. Die nehme ich dann aus der Sperrliste raus. Und wahrscheinlich werde ich dann auch befördert und muss dann eh dann dahin fliegen. Aber... das kommt alles nach und nach. Achso, wenn ich schon mal da war, hätte ich jetzt auch mal gucken können. Wo haben wir denn das Teladium? Ja genau, minus 4. Da will ich mal wieder in den positiven Bereich kommen. Hier, das wäre auch eine Mission für das Teladi-Finanzministerium, auch für Ruf. Soll ich Xenon-Minen zerstören, so wie es ausschaut? Ja, aber ich soll ein Schiff wieder befreien. Das nehmen wir auf jeden Fall auch mal an. Wenn Sie denken, dass Sie das schaffen. Ja, natürlich denke ich das, sonst würde ich es ja nicht annehmen. Ich grüße Sie. Jo. Aber erstmal eins nach dem anderen. Aber ja, eigentlich kann ich theoretisch wirklich das mit den, wenn ich die
so zuweise, dass die in einem Baulager, für das Baulager handeln, dann brauche ich die Transporteure nicht da und hin und her schicken. Eventuell einfach ein kleines Schiff, so wie den Kurier, einfach immer zuweisen. Das kommt dann nach und nach, wird dann versorgt. Wäre hier eigentlich nicht verkehrt. So, aber wir gucken jetzt mal, ob wir hier kriminellen Verkehr irgendwie erwischen, beziehungsweise irgendwas, eine Schwachstelle, die wir abscannen können. Problem ist, hier blinkt ziemlich viel. Aber es sind alles Positionslichter. Mal abgesehen davon, mein Alligator könnte eigentlich langsam mal fertig werden, by the way. So, da haben wir schon mal den Verkehr. Gucken wir mal. Vielleicht macht es Sinn, wenn ich dann nur mit den Lasern arbeite. Und hier wäre eigentlich eine fast eine perfekte Position. Da erscheint irgendwas zu sein. Aber man hört es noch nicht richtig. Aber hier ist auf jeden Fall was. Man erkennt das hier an diesem Ausschlag. Kann natürlich aber auch sein, dass die Finanzministerium gar keinen kriminellen Verkehr hat. Hier schon wieder abgeflacht, also ich entferne mich eigentlich von der Signalquelle. Das heißt, hier unten war ich schon irgendwie richtig. Ich frage mich, ob sich bei Ihnen etwas Profitables finden lässt. Ja, ich habe immer noch meine Antimateriezellen. Ja, ich hab dich auch lieb. Und wo bist du jetzt? Da ist er. Minotauros, Sünderer. Gut. Der wird wahrscheinlich eh schnell von der Station pulverisiert. Okay, ich bin jetzt schon wieder weg von der Signalstelle. Wie gut, ich verlasse mich doch. Sie sind überflüssiges Verbrauchsmaterial. Ja. Komm erstmal dahin, wo ich bin. So. Ah, okay. So, Korvette gegen Korvette. Jetzt kann mal der neue Pulslaser mal zeigen, was er drauf hat. Gut, Gott sei Dank noch schnell alle anderen aktiviert. Und dann schauen wir mal. Minotaurus ist halt auch eine Korvette. Der ist aber schon angeschlagen hier. Schauen wir mal, was jetzt gleich dabei rumkommt. Der macht gut Schaden, da muss ich aufpassen. Der macht gut Schaden. Das vielleicht steigt er ja aus. Komm, steig aus. Mit Ihnen rede ich nicht. Gut, dann bist du jetzt Geschichte. Gut, weg damit.
Selber schuld. Container. Nein! Ah! Ich wollte es doch gar nicht zerstören. Ah, egal. So. Ganz ehrlich, wenn mir so kommt. Mal gucken, die Station war das, ja. Wenn mir so kommt. Der muss jetzt auch damit rein. Oh, ich war die ganze Zeit am Scanner. Tatsächlich. Danke für Ihre Hilfe. Sehr gerne. Auch schon mal wieder Ansehen gewonnen. Aktuelles sogar 3 Ansehen gewonnen. Nur noch minus 1. Das war mein Ziel. Klar, die Piraten sind hier natürlich auch unerwünscht. Und die demaskieren sich dann halt. Ne? Also, die tarnen sich ja. Das habe ich auch lange Zeit nicht gewusst. Die tarnen sich ja als Angehöriger anderer Fraktionen. Und wenn sie dann enttarnt sind, dann werden sie rot und werden dann halt als Piratenfraktionen erkenntlich. Gut, man erkennt sie natürlich schon trotzdem an dem Begriff Plünderer und so weiter. Das ist ein... Oh, hier kann man durchfliegen. So, die Frage ist, wo ist jetzt hier ein Datenleck? Weil hier ist eins irgendwo. Beziehungsweise ein Funkleck. Das will ich haben. Da. Da ist es. Da haben wir es doch. Ich habe etwas Arbeit hier erledigt. Sind Sie an einem Auftrag interessiert? Mal gucken. Lager Notfall evakuieren. Ich soll hacken. Sicherheitsentschlüsselungssystem, Steuerkonsole für Lagersysteme. Ja, kann ich machen. Ich wusste, dass ich auf Sie zählen kann. Aber leider nicht das, was ich haben wollte, ehrlich gesagt. Und habe ich das Sicherheitsentschlüsselungssystem überhaupt dabei? Glaube, nämlich... Doch, habe ich dabei, 2 Stück. Gut. Nahbereich Scan-Modus aus. Weg hier. Oh, da. Stopp, stopp, stopp. Kurzstreckentransporter. C. So. Ich gehe mal von aus, das gibt vielleicht auch noch ein bisschen Ruf, dass ich wieder auf normal komme. Ah, stopp. Bevor wir das andere machen. Machen wir natürlich die Mission für das Finanzministerium natürlich. Nämlich die... Wo war's? Da. Den Honigfresser zu befreien. Autopilot. Eingeschaltet. Honigfresser. Gas. Angreifer. Das machen wir dann auch wieder nur mit dem Laser. Ja, genau. Bevor wir dann wieder woanders hinfliegen. Danke für Ihre Hilfe. Und wie viel Ruf gibt das? Auch nochmal plus 1. Sehr schön. Sind wir jetzt bei 0 immerhin. Sind wir doch. Autopilot ausgeschaltet. Abbremsen. Nicht, dass wir da jetzt... Unbekanntes Objekt. So. Jo, gut. Dann würde ich sagen, das war es erstmal auch für diese Folge. Das Einzige, was ich jetzt nochmal mache, ist zu gucken, wie sieht es hier aus. Nee. Das ist ja das Hauptquartier, ja. Das ist ja klar. Da wollte ich hin. Bauplan. Ja, da fehlt also auf jeden Fall noch was.
Und der scheint aber Aufträge zu haben. Genau, da kommen jetzt Hüllenteile. Alles klar, super. Also das scheint zu funktionieren. Gut. Ja, dann war es das wieder für diese Folge. Seid gespannt, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.